Irgendwie bin ich zu klein. Hallo alle miteinander, ich freue mich schon so sehr auf dieses Video, denn wie ihr schon sehen könnt, geht es um eine Rezension und zwar um ein Buch, was ich schon sehnsüchtig erwarte, denn es geht um ein Buch, dessen Autorin ich abgöttisch liebe, nämlich Sarah J. Maas und es geht hier um Das Reich der Sieben Höfe, Dornen und Rosen. Es spiegelt ein bisschen, es tut mir leid. Das Buch erscheint heute im DTV Verlag, kostet 18,95 € neu im Handel und hat ungefähr 475 Seiten. Wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich Sarah J. Maas einfach nur liebe. Ich meine, hallo, die Throne of Glass Reihe ist einfach nur der Wahnsinn. Ich habe zwar bisher nur die ersten zwei Teile gelesen, aber ich liebe sie abgöttisch. Und deswegen habe ich mich auch tierisch auf dieses Buch hier gefreut. Das ist nämlich die deutsche Übersetzung von dem englischen Buch A Court of Thorns and Roses. Das ist vielleicht einigen bekannt und es wurde jetzt endlich auf Deutsch übersetzt, eben mit Das Reich der Sieben Höfe, Dornen und Rosen. Man sieht, dass das Cover schon sehr unterschiedlich ist. Ich finde beide sehr schön, also sowohl das hier als auch das hier. Das Englische, finde ich, spiegelt die Geschichte ein bisschen mehr wider, weil es halt schon Sachen auf dem Cover hat, die im Buch vorkommen und die schon Bedeutung haben. Aber andererseits finde ich das Cover auch mega, mega schön. Und als Bonus, sage ich jetzt mal, ist dieses Buch auch noch besonders, denn das Cover ist ja schon an sich, finde ich, besonders. Aber wenn man den Schutzumschlag jetzt abnimmt, kommt einem das entgegen. Der Schutzumschlag ist durchsichtig und auf dem Schutzumschlag sind dann halt die Ranken bzw. die Bäume und Äste und der Titel halt drauf mit der Autorin. Und auf dem normalen Buch ist halt nur der Hintergrund drauf. Heißt, wenn ich den Schutzumschlag jetzt hier drauf lege, dann ergänzt sich das. Ich hoffe, man kann es jetzt so ungefähr sehen, weil es hier so spiegelt und es halt nicht so gut rüberkommt. Aber es ist wirklich richtig, richtig schön gemacht. Und ich hoffe, dadurch wird auch das Buch mit mehr Aufmerksamkeit bekommen und wird auch von vielen Lesern geliebt. Und jetzt kommen wir zum Inhalt. Ich halte den Inhalt immer ein bisschen kürzer als die Meinung, weil die Meinung, finde ich, noch ein bisschen überwiegender sein sollte in den Videos, damit ihr eben wisst, wieso ich das Buch so bewertet habe und ob ich es mag oder nicht mag. In diesem Buch geht es um eine Welt, in der Menschen und Fae-Wesen, also es sind so feenartige Wesen, zwar zusammen in dieser Welt leben, aber eben strikt getrennt, denn diese beiden Reiche werden mit einer Mauer getrennt. Das führt zurück in eine Vergangenheit, in der die Fae mit den Menschen Krieg geführt haben. Das möchte ich jetzt hier aber nicht weiter ausführen, denn ich finde, das ergibt nochmal ein besseres Leseerlebnis, wenn man das in diesem Buch liest. Und es geht eben um unseren Protagonisten Feyre. Und ich habe nachgeguckt, es wird Feyre ausgesprochen. Es wird von Sarah J. Maas Feyre ausgesprochen. Es wird von allen englischen Booktubern Feyre ausgesprochen. Ich finde, das sollte man dann auch beibehalten. Und sie lebt zusammen mit ihren zwei Schwestern und ihrem Vater zusammen in einer Hütte mitten im Wald. Und sie ist diejenige, die für die Familie sorgen muss, denn eigentlich waren sie mal recht wohlhabend, doch durch einen Unfall oder durch einen Missgeschick, sage ich jetzt mal, sind sie jetzt nicht mehr wohlhabend und sind eher in die ärmeren Verhältnisse gerutscht. Feyre muss diese Familie ernähren und das heißt auch, dass sie für sie jagen muss, denn irgendwie müssen sie ja Essen bekommen. Doch das Jagen in diesem Wald ist nicht sehr einfach, denn es sind eigentlich nur Tiere wie Kaninchen oder Eichhörnchen dort und das stöpft nicht wirklich die Mäuler. Doch an dem Tag, an dem das Buch auch anfängt, an dem sie jagen geht, entdeckt sie eine Hirschkuh und sie will natürlich diese Hirschkuh töten. Doch dann kommt ein Wolf, beziehungsweise sie sieht im Gebüsch Augen von einem Wolf und langsam will er sich an die Hirschkuh heranpirschen und dann trifft Feyre eine folgenschwere Entscheidung und tötet eben diesen Wolf und weiß gar nicht, was sie damit ausgelöst hat. Sie hat also nun das Fleisch von der Hirschkuh, weil der Wolf die Hirschkuh vorher auch erlegt hat, und sie hat auch das Fell vom Wolf, denn sie hat dem Wolf das Fell abgezogen und tritt stolz wieder zu ihrer Familie. Doch dann hören sie plötzlich Geräusche und eine Kreatur betritt die Hütte, die nicht gerade nett aussieht. Scheinbar hat die Kreatur etwas mit dem Wolf zu tun, den sie erlegt hat. Und sie muss das wieder gut machen mit in sein Reich nach Prithian. Also ich hoffe, man spricht es so aus. Und wie das Ganze weiter und ausgeht, das könnt ihr in diesem Buch erfahren. Es ist wirklich etwas Besonderes, denn wie ihr vielleicht schon erahnen könnt, geht es um eine Nacherzählung von Die Schöne und das Biest. Ich hatte sehr hohe Erwartungen an das Buch, denn Throne of Glass, die ersten beiden Teile, habe ich ja abgöttisch geliebt und deswegen waren meine Erwartungen an dieses Buch hier auch recht hoch und ich hatte schon Angst, dass sie nicht erfüllt werden können, musste aber schnell feststellen, dass diese Sorge sehr unbegründet war. Der Schreibstil von Sarah J. Maas war wie immer ein Traum, da hatte ich auch gar keine Zweifel dran, weil diese Frau kann einfach schreiben. Es ist kein einfacher Schreibstil, den man einfach so zwischendurch mal lesen kann. Also man kann das nicht einfach so, wenn ich mal gerade unkonzentriert bin, lese ich das Buch mal, denn es ist schon eine höhere Sprache, sag ich jetzt mal. Es ist eine poetische Sprache, beziehungsweise es ist halt eine Sprache, die nicht so einfach nur so ist. Also es sind nicht nur so kurze Sätze, sondern es ist wirklich ein bisschen anspruchsvoller. Und ich finde, das genau macht auch diese Bücher von ihr aus, denn man fühlt sich in einem Kunstwerk, so würde ich schon fast sagen, weil es ist einfach so toll geschrieben und man kann sich wirklich alles vorstellen. Wenn sie einen Wald beschreibt, dann kann ich persönlich wirklich
spüren, wie ich in diesem Wald bin und ich kann die Blätter riechen und ich kann alles wirklich sehen und fühlen, wie sie es beschreibt. Und das, finde ich, ist wirklich eine Kunst. Mit diesem Schreibstil schafft sie einfach, dass der Leser in dieser Geschichte gefangen ist und nicht mehr loslassen kann. Und das, finde ich, ist einfach nur atemberaubend. Die Welt bzw. die Thematik war für mich auch etwas sehr Neues, denn ich habe noch nie wirklich was gelesen mit Fae. Deswegen war es für mich erstmal sehr neu. Aber trotz dessen ich diese Fae-Wesen noch gar nicht kannte, habe ich in diesem Buch halt richtig gut kennengelernt und war in dieser Geschichte eingefädelt und war richtig mittendrin. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Die Welt an sich war einfach nur genial beschrieben. Es ist eine komplett andere Welt, denn es gibt in diesem Reich Prithian 7 Höfe mit verschiedenen Herrschern. Und diese Welt zu erleben und diese neue Strategie dieser Welt zu entdecken, das war einfach nur Kopfkino pur. Es war einfach nur toll. Dieses Buch bietet aber nicht nur eine geniale Welt und einen unfassbar tollen Schreibstil, es bietet auch tolle Charaktere, eine super tolle Handlung. Also wirklich, am Anfang war ich noch ein bisschen skeptisch von der Handlung her, denn ich wusste nicht wirklich, was passieren könnte. Es war auch wirklich nicht immer nur so ein bisschen spannend. Es war immer wieder so eine gewisse Spannung da. Klar war diese Hauptspannung noch da, wie das Ganze ausgehen wird. Das ist ja eigentlich bei fast jedem Buch da. Trotzdem war hier immer diese unterschwellige Spannung und immer noch ein bisschen zwischendurch. Aber trotzdem hat das Buch einen so gefesselt von dem Schreibstil, von der Welt her, dass man einfach nur noch weiterlesen wollte. Auch wenn nichts passiert ist, beziehungsweise nichts passiert, es ist ja immer wieder was passiert. Und trotz dessen war es einfach eine Sucht, dieses Buch zu lesen, weil es einfach alles gepasst hat. Und wer Sarah J. Maas kennt, der weiß, dass die Spannung am Ende es einfach in sich hat. Denn, Leute, das Buch am Ende ist einfach nur... Ich konnte das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Ich habe die letzte Hälfte wirklich in einem Abend durchgesuchtet, weil es einfach nur eine Klasse für sich war. Was ich an diesem Buch nochmal besonders gut finde, ist, dass Sachen erwähnt werden, wo man noch nicht wirklich weiß, in welche Richtung die gehen wird, sondern noch nicht weiß, wie es jetzt aufgeklärt wird. Oder auch Sachen, wo man denkt, dass es so passiert ist. Und dann kommt eine Wendung und das ist alles auf den Kopf gestellt. Und Sarah J. Maas kann wirklich mit einem Satz das ganze Buch auf den Kopf stellen. Und diese Verschlüsselungen, die immer wieder auftauchen, werden so genial gelöst. Es ist einfach nur richtig, richtig krass, wie viel man vorher planen muss, weil man sieht, dass diese Frau sich mit dem Buch beschäftigt hat und dass sie alles vorher geplant hat, denn man kann sowas nicht spontan machen, denn am Ende kommen so viele Verschlüsselungen und werden aufgedeckt, die am Anfang vorgekommen sind. Man sitzt einfach manchmal nur da, hat den Mund offen und kann einfach nur staunen. Wie ihr jetzt schon vielleicht an meiner Ausdrucksweise erkennen könnt, habe ich dieses Buch absolut nur geliebt. Ich weiß, ich benutze das Wort gerade sehr oft, aber es war für mich ein Meisterwerk. Es war zwar am Anfang ein bisschen ruhig, beziehungsweise die unterschwellige Spannung war nur da, aber dieser Schreibstil, die Welt, die Charaktere waren einfach nur so gut ausgearbeitet. Man konnte wirklich jeden einzelnen Charakter greifen und Feyre konnte man wirklich mega gut verstehen. Ich konnte jede Handlung von ihr verstehen. Und wie ihr jetzt schon merken könnt, gebe ich das Buch natürlich 5 Sterne. Dieses Buch hat mich nicht enttäuscht, denn ganz im Gegenteil, ich übertreibe jetzt gar nicht, aber dieses Buch hat Throne of Glass für mich nochmal übertroffen. Ich habe gedacht, man kann es nicht mehr übertreffen, aber dieses Buch hat mir wirklich gezeigt, dass eigentlich nur Sarah J. Maas alles toppen kann. Ich finde keine Worte dafür, weil es einfach, ich bin immer so sprachlos, wenn ich über dieses Buch rede, weil ich könnte mich in Rage reden. Und wenn ihr auch nur ansatzweise diese Story mögt oder ansatzweise dieses Genre mögt, von die Nacherzählung von Schön und das Biest oder das Fantasyhaft oder ihr seid Fans von richtig gutem Worldbuilding, dann kann ich euch dieses Buch nur wärmstens ans Herz legen. Man darf sich nicht so auf das Schön und das Biest fixieren, denn es ist nur unterschwellig schön, das Buch. Und ich hoffe wirklich, dass ihr dieses Buch nun holen werdet, denn ich könnte davon nur 1000 Minuten schwärmen. Es ist einfach nur bisher das beste Buch, was ich je gelesen habe. Und weil das Buch eben so gut war und der zweite Teil ja erst nächstes Jahr erscheint, konnte ich nicht mehr schön, hab mir direkt am selben Tag dieses coole Stück hier geholt, A Court of Mist and Fury, den zweiten Teil von der Sarah J. Maas Trilogie. Das Cover ist wieder so genial und es ist sehr fett. Es hat knapp 620 Seiten, aber ich freue mich einfach so auf diesen Schinken und hoffentlich wird dann auch das deutsche Buch bei den Lesern sehr gut ankommen. Ich hoffe, ihr werdet es genauso lieben wie ich. Genießt es einfach, wenn ihr es lest. Ich wünschte, ich hätte das Buch noch nicht gelesen und könnte es einfach nochmal verschlingen, denn das neu zu erleben ist einfach so toll. Ich hätte an so vielen Stellen Gänsehaut und konnte am Ende einfach auch nur heulen, weil es einfach nur so genial war. Wenn ich euch jetzt mindestens ein bisschen neugierig auf dieses Buch gemacht habe, dann rennt in eure nächste Buchhandlung und holt dieses Buch
lest es und dankt mir später, denn das Buch ist einfach nur der Wahnsinn. Ich danke nochmal an den DTV-Verlag, dass ich dieses Buch vorab lesen konnte und jetzt die Rezension machen konnte. Also, das war's mit der Rezension. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen mit diesem Buch anfixen. Ich hoffe, es war nicht zu viel Geschwafel, beziehungsweise zu viel Fanboy-mäßiges Gequatsche. Ich freue mich einfach nur darauf, dieses Buch gelesen zu haben und freue mich, wenn ihr das Buch lest. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das Buch schon gelesen habt, beziehungsweise ob ihr es holen werdet oder ob ihr jetzt Lust darauf habt. Das würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr es gelesen habt, könnt ihr es ja auch alles mal in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise wenn ihr es auch später erst gelesen habt, könnt ihr mir das auch gerne per Facebook oder sonstiges schreiben. Das würde mich mega interessieren. Also, würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, was auch immer ihr gerade habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.